Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, eher gesagt ein Tutorial-Video. Heute soll es darum gehen, wie stelle ich denn in OBS beispielsweise ein, dass ich Noise Gate habe. Vielleicht wissen viele von euch nicht, was ein Noise Gate ist. Ein Noise Gate ist einfach nur dafür da, wie das auch schon das Wort sozusagen sagt, das ist sowas wie eine Barriere, was sagt, okay, ab hier lasse ich alles durch. Alles, was drunter ist, beispielsweise, bleibt weg. Und damit meine ich den Ton. Und darauf gehen wir jetzt genauer ein. Deswegen bleibt dran. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier in OBS drin. Und ich denke mal, ihr habt alles schon gut eingestellt. Und ihr habt auch ganz viele Szenen. Und ihr könnt schon alles gut streamen. Falls ihr natürlich nicht streamen könnt oder ihr wisst noch gar nicht, wie OBS funktioniert, dann geht hier oben in die Ecke. Da wird jetzt ein i eingeblendet. Dort könnt ihr nochmal schauen, wie ihr euren Stream einrichtet. Je nachdem natürlich ganz variabel. Wir fangen aber jetzt hier an mit unserem Mikrofon. Es geht nämlich darum, wie ihr hier unten schon seht im Audio-Mixer, es geht um das Noise Gate. Noise Gate ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Feature, was ich einbauen würde in den Stream. Eventuell sogar der Kompressor. Können wir am Ende des Videos vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber es geht im Ganzen hier um diesen Mikrofonpegel. Wie ihr seht, wenn ich rede, schlägt der Pegel aus. Immer. Ob ich rede oder auch nicht rede. Deswegen rede ich jetzt mal kurz nicht. Ihr hört im Hintergrund Musik, die ist aber nicht eingespielt. Deswegen achtet auf den Mikrofon. Selbst wenn ich nichts mache, schlägt das Mikrofon aus. Und vielleicht, falls ihr so, ich sag mal, nervige Personen draußen vor eurem Fenster habt, wie bei mir zu Hause, ist das sehr hilfreich, weil draußen schreien die Kinder rum bei mir. Da kann man relativ wenig machen, außer dass man natürlich sagt, okay, ich baue ein Noise Gate ein und es wirklich nur noch ab beispielsweise einem Pegel von 35 ausschlägt. Deswegen alles, was über minus 35 ist, das heißt minus 40, minus 50 Dezibel, sagt Noise Gate nein. Das kommt nicht durch. Wie ihr nochmal seht, hier, es schlägt immer einwandfrei aus. Wenn wir jetzt auf den Audio-Mixer drauf gehen, auf die Einstellung, also hier auf dieses Rädchen neben unserem Mikrofon, das ist übrigens für jede Line einzeln. Das heißt, ihr könnt das für euer Desktop-Audio machen, ihr könnt das für euer Mikrofon machen, ihr könnt das für euren Ingame-Sound machen, falls ihr hier noch eine neue Line habt. Je nachdem kann man das da einstellen. Aber wir klicken jetzt erstmal hier auf diesen auf dieses Zahnrädchen neben unserem Mikrofon und gehen auf Filter. Dann öffnet sich hier ein neues Fenster für die Filter. Dort sehen wir jetzt ein leeres Fenster hier auf der linken Seite. Das werden unsere Audiofilter werden dort angezeigt, haben wir aber noch keine. Die werden wir aber jetzt hinzufügen und dafür klickt ihr einfach hier unten auf dieses Plus. Und dann klappt nochmal so ein kleines Dropdown-Menü auf. Und dort seht ihr nochmal ein paar Filter. Ja, beispielsweise Noise Gate, Kompressor, Gain, Expander. Gibt viele Sachen. Vielleicht für manche Sachen müsstet ihr euch nochmal genauer drauf informieren. Aber ich gehe jetzt genauer nur auf das Noise Gate ein. Weil Noise Gate meiner Meinung nach eins der wichtigsten Features ist, was ihr im Stream bei euch haben solltet, eingestellt haben solltet. So, wir klicken einfach auf Noise Gate drauf, wenn ihr das auswählen wollt. Und dann fragt er uns nach einem Namen, wie wir den Filter nennen wollen. Und da machen wir jetzt einfach mal Noise Gate. Ja, war ja schon vorgeschrieben, aber deswegen schreiben wir Noise Gate. Okay, wir schreiben YouTube. Klicken auf OK und dann kriegen wir hier diese schöne Anzeige. Und hier sehen wir auch nochmal schön. Das machen wir mal ein bisschen nebendran, dass ihr beides seht. Ja, wahrscheinlich so wäre es am besten für euch, dass ihr es seht. Hier seht ihr unten drunter diese Dezibelzahlen. 0 bis minus 60. Hier haben wir einmal den Schließungsschwellwert und einmal den Öffnungsschwellwert. Das heißt, ab wann schließt er, ab wann öffnet er. Das heißt, wenn ich jetzt nichts rede, kommt auch nichts durch. Eigentlich müsst ihr hier eigentlich keine Einstellung mehr machen. Beispielsweise jetzt, wenn ich nicht mehr rede, dann wird wirklich der Ton nichts sein.
Mein Mikrofon wird stumm sein, außer ich rede natürlich, weil ich natürlich lauter als 32 Dezibel bin, sozusagen, ja. Oder lauter als minus 26 Dezibel. Deswegen gucken wir mal, wenn ich jetzt tippe. Also, man hört nicht mal mehr mein Tippen und ich kann euch mal zeigen, wie laut das eigentlich ist. Nur, dass ihr, ich muss nebenbei aber reden, weil sonst ist das... Okay, wir machen den Audiofilter kurz nochmal aus. Rein theoretisch, achtet auf den Ausschlag nochmal unten vom Mikrofon. Das ist eigentlich sozusagen mein Ton von der Tastatur. Und der wird eigentlich, wenn ich das Noise Gate anhabe, nicht mehr übertragen. Und das sind solche Sachen, die sollte man haben, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ihr ein Dual-PC-Setup habt, geht das nur mit einem Mischpult. Deswegen ist ein Mischpult sehr wichtig eigentlich in einem Dual-PC-Setup. Falls ihr beispielsweise nur die Elgato benutzt zum Ton übertragen, wird das Ganze nicht funktionieren. Aber hier müsst ihr eigentlich nicht mehr viel einstellen, außer beispielsweise ihr werdet abgehackt oder er lässt das zu langsam Zeit. Dann könnt ihr hier ein bisschen ausprobieren an den Werten. Probiert euch einfach rum, wie es bei euch am besten passt mit dem Schließungswert, mit dem Öffnungswert. Ist ganz variabel, immer je nach Geräusche, je nach Mikrofon. Es ist immer ganz unterschiedlich. Deswegen unbedingt selber bei euch testen, wie es bei euch ist. Also, Leute, das war es auch schon mit dem Tutorial, was wir über das Noise Gate sozusagen hatten jetzt. Ich werde vielleicht auch mal ein anderes Tutorial machen über den Kompressor und die ganzen anderen Dinge. Falls ihr das wollt, am besten mal einen Kommentar schreiben, dass ihr das haben wollt. Falls ihr noch nicht meinen Instagram folgt, Twitch oder auch TikTok. Hier oben werden die Sachen jetzt eingeblendet. Ne, da oben. Und einfach vorbeischauen, Follow da lassen. Dort werden auch immer Ankündigungen sein bezüglich Streams. Streams sind jeden Mittwoch um 19 Uhr. Verpasst nicht reinzuschauen. Und wir sehen uns am Samstag für das nächste Video. Bis dann.